In der Dittes-Grundschule in Wilkau-Haslau haben die Schüler ein ganz besonderes Handballtraining erlebt. Sie hatten sich für ein AOK-Star-Training beworben und waren damit erfolgreich. 2 Stunden lang lernten sie von erfahrenen Trainern und Spielern die Grundlagen dieser Sportart. Die AOK Plus bezeichnet sich nicht nur als Gesundheitskasse, sie sorgt auch mit ganz praktischen Veranstaltungen dafür, dass die Menschen gesund bleiben. Sport ist da eines der wichtigsten Mittel. Und Handball macht ja auch Spaß, wie man sieht. Der Hintergrund ist die Kooperation der AOK mit dem Handballbund, mit dem Deutschen Handballbund. Und im Zusammenhang dessen versuchen wir natürlich, das Ganze von klein auf zu aktivieren, an den Grundschulen, den Kindern Spaß an Bewegung, Freude am Sport zu vermitteln. Und so kam das AOK Star-Training zustande. Und wie es der Begriff Star-Training zeigt, werden die Kinder nicht von irgendwem trainiert, sondern von wirklichen Stars dieser Sportart. Wir haben heute 2 Nationalspielerinnen vom THC vor Ort, dann 2 Spieler vom EHV Aue, die Landestrainerin Ute Sesselmann und noch der Regionaltrainer vom EHV Aue. Das ist Jens Denecke. Als Regionaltrainer für das Erzgebirge hat er natürlich einen Blick für künftige Handballtalente. Denn auch die Nachwuchsgewinnung ist einer der Gedanken des AOK-Star-Trainings. Ja klar, wir versuchen in den Grundschulen generell reinzugehen, um Talente zu sehen, zu sichten, mit kleinen koordinativen Sachen, kleinen koordinativen Aufgaben. Und letztendlich wollen wir die ganze Klasse mitnehmen, damit die Kinder sich einfach bewegen, mehr bewegen und das eine oder andere talentierte Kind dann ansprechen und dann für unseren Verein oder für die Sportart gewinnen. Und dafür muss er sich mächtig ins Zeug legen. Die Konkurrenz im Bereich des Sports ist gewaltig. Man denke da nur an den Fußball. Ja, grundsätzlich. Also mittlerweile ist es so, dass die Fußballer auch schon im Kindergarten anfangen. Wir jetzt auch mit Kindergärten zusammenarbeiten. Und gerade im Auerbereich sind wir mit 4 Kindergärten ganz gut aufgestellt, wo wir wirklich sagen oder anfangen müssen, die Kinder daran ranzuführen. Ja. Der Fußball hat leider immer einen Vorlauf, noch. Um in den Genuss dieses AOK-Star-Trainings zu kommen, mussten sich die Kinder natürlich anstrengen. Immerhin hatten sich bundesweit 1200 Schulen darum beworben und es gab nur 22 Trainingseinheiten. Da muss man schon aus der Masse hervorstechen. Also wir haben uns schon die letzten beiden Jahre für dieses Training beworben und da haben wir aber leider keinen Klick gehabt, haben uns aber da auch nur mit einem ganz einfachen Bewerbungsschreiben beworben und in diesem Jahr haben wir uns gedacht, müssen wir uns ein bisschen mehr einfallen lassen und da haben wir dann ja ein Handballbuch erstellt, also da haben die Kinder der Klasse 4b viele kleine Gedichte geschrieben und das haben wir dann eben zusammen in einem Buch ja, zusammengeheftet und dann eben abgeschickt. Ja, und dann haben wir Anfang der Ferien erfahren, dass wir gewonnen haben. Bei der Bewerbung war auch Hanna mit dabei. Mit viel Kreativität haben die Kinder versucht, die anderen Bewerber zu übertrumpfen. Also wir hatten schon verschiedene Farben von den Zetteln her in Plattform und da mussten wir uns halt ein Gedicht einfallen lassen. War aber ein bisschen schwierig, weil es nur 11 Wörter haben durfte und auch richtig in der Zeile immer eine bestimmte Anzahl haben musste. Warum durften das nur 11 Wörter haben? Weil es ja auch Elfchen heißt und das ist halt, das hat sich derjenige halt so ausgedacht und ja. Und so klang eines der Gedichte, das sich die Schüler ausgedacht hatten. Fantastisch, der Handballstar. Ein traumhafter Tag. Wir bewerben uns dafür. Vorfreude. Das kam bei den Verantwortlichen bei der AOK Plus natürlich super an. Und das Star-Training war der Dittes Grundschule gewiss. Und wer weiß, vielleicht ist unter den Kindern sogar ein künftiger Nationalspieler.